Ja, und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück bei Daddeln mit Phoenix. Ich habe offscreen schon mal ein bisschen weitergespielt. Und zwar in Assassin's Creed Syndicate. Ich habe ein paar Schatzkisten geholt mit meinem Bruder zusammen. Wir haben ein paar Aufträge erledigt, wie zum Beispiel 150 Attentate erledigen oder mache 50 Kopfschüsse. Also nichts Story-Relevantes, euch geht nichts verloren. Wir haben, wie gesagt, lediglich ein paar Schatztruhen geöffnet und unser Konto ein bisschen aufgestockt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 36.000, vielleicht auch 37.000, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, wenn es hier endlich mal losgehen würde. Jetzt geht's. So, und zwar sind wir bei 41.000. So, ich würde sagen, wir begeben uns schnellstmöglich hier oben hin. Dann können wir nämlich die beiden Missionen hier abschließen. Ich hoffe, das schaffe ich in diesem einen Part. Ich bin übrigens ein großer Freund von Eevee. Wie gesagt, Jacob spiele ich selten bis gar nicht. So. Einfach mal, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Eevee ist einfach geil. So, ich gehe auf die Brücke, weil ich habe keinen Bock, über die ganze Themse zu schwimmen. Ich könnte mir auch eine Kutsche klauen. Aber das möchte ich nicht. Vielleicht gibt es auch noch irgendwo auf dem Weg zu unserem Ziel ein Köfferchen oder ein Buch, eine Bierflasche, ein Helix-Symbol oder sonstiges, was man einfach mal mitnehmen kann. Ja, wie gesagt, das Spiel an sich gefällt mir so schon ganz gut. Es hat jetzt nicht unbedingt die großen Meilensteinänderungen zum vorigen Teil, aber es sieht auf jeden Fall schick aus. Die Spielmechanik läuft auch doch recht gut. Mir sind schon viele Grafikfehler aufgefallen und Bugs, die des Öfteren mal vorkommen. So bin ich quasi schon mal von der Mauer gesprungen und in einem Wäschekorb gelandet, der mir nur knöchelhoch war, aber ich da nicht mehr rausgekommen bin und das Spiel neu laden musste. Dann gibt es sehr oft, ja, Mauerfehler, sage ich jetzt einfach mal. Dass man in der Mauer verschwindet oder durch Menschen hindurch gleitet. Es sind alles nur Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt so viel aussagen, aber sie sind halt da und ja, können ja mal erwähnt werden. Oh, da ist ein Dieb. Sehr schick. Den Trick finde ich sehr toll. Habe ich auch schon öfters mal probiert, den zu machen. Aber der klappt halt nicht immer. Was heißt nicht immer? Also ich wäre schon froh, wenn er überhaupt irgendwann mal klappen würde.
Aber das scheint ein komplett reines Zufallsprinzip zu sein, welchen Trick sie ausführt. Könnt mich ja gerne berichtigen in den Kommentaren. Aber ich denke, das wird daran liegen. So, noch 300 Meter. Sehr gut. Oh, da ist ein Helixpunkt. Den kann ich ja mal mitnehmen. So. Ja, aber wie gesagt, alles in allem ist diese Spielmechanik durchaus gelungen. Ich bin gespannt, was mir die Story bringt, weil ich gehört habe, dass die Story nicht so lang sein soll. Und ein Kumpel von mir diese Story auch schon durch hat, innerhalb von einem Tag. Mag sein, dass er einfach nur durchgerannt ist. Ich bin ja eher so der Entdecker und nimm alles mit, was geht. Aber mal gucken. Ich lasse mich da sehr gerne auch überraschen. Jetzt haben wir schon 7 Minuten alleine dafür gebraucht, von A nach B zu laufen. Aber naja. Spielen. Empfohlen ist Level 2. Ich bin Level 3, fast 4. Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott! Wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Fry-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen Sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Ach so, ja, und dann muss ich auch noch ein meinerseits Mysterium aufklären, weil ich habe ja gedacht, dass mir die Stimme von Evie sehr bekannt vorkam. Nun war das nicht so, weil ich mal gegoogelt habe, wer sie synchron spricht. Und sie hat noch keinen namenhaften, ja, ich sag mal, Auftrag gehabt, so dass man sie eigentlich nicht kennen kann. Aber naja. Trotzdem ähnelt sie denn irgendeiner anderen Stimme oder auch nicht, keine Ahnung. Nehmen Sie ein Ziel gefangen, indem Sie sich von hinten nähern und Kreis drücken. Okay. Gut, tragen und aufheben. Kommt uns!
Ich weiß auch nicht, warum sie immer versuchen, mich aufzuhalten. Das ist, ach, naja. So, ich glaube, es geht zum Polizeirevier. Na, ich fahre mal die markierte Stelle nach. Das ist übrigens eine Trophäe, kann ich euch schon mal sagen. 4000 oder 5000 Sachen mit der Kutsche zerstören. Ach, das war's schon? Das war die Mission? Und da ist gleich ein Stadtteil freigespielt worden. Naja gut, befreit worden, so rum. Warum komme ich nicht rüber und die Verbrecher töten. Oh, ich töte so ungern. Ich glaube, das ist auch eine Trophäe für die Leute, die Achievements sammeln. Oder Trophäen in diesem Falle. Auf Xbox sind es Achievements. 5 Polizeikutschen entführen. Und danach anonym werden. Was aber nicht das Problem ist. Nee, ich muss darüber. Wenn ich darüber komme, wirst du dir wünschen, du wärst nie geboren. Mach dich doch nicht selbst unglücklich, indem du mich von der Seite anquatscht. Übrigens, was ich euch noch sagen wollte, bei meinem Rumstöbern habe ich hier irgendwo. Müsst ihr einfach mal hier langlaufen auf der Karte. Den Bahnschienen entlang, so in dem Dreh. Auf der linken Seite, also wenn man in diese Richtung läuft, eine Spieluhr gefunden. Und diese Spieluhr braucht ihr, um irgendwas freizuschalten. Fragt mich nicht was. Aber ihr braucht sie auf jeden Fall. So, hier oben ist noch ein Helix-Punkt. Den hole ich mir mal noch fix, bevor es weitergeht. Oh, da oben ist er. Komme ich da überhaupt hin? Das ist logisch.
Das ist jetzt komplettes Neuland für mich, denn diese Mission habe ich nicht gespielt. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon Alley. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Willst du mich verkackeiern? Das ist deine Verabredung? Mit einem kleinen Kind Steine in den Hut zu werfen? Verdammt. Ich hätte vorher mal die Glocke manipulieren sollen. Aber na gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Aufpassen, ich komme wieder. Sehr gut, das erste Territorium gehört komplett mir. Whitechapel. Oh, ein Bandenkrieg. Den werden wir doch auf jeden Fall mitnehmen in diesem Part. Warum auch nicht? Wexford Kaylor konfrontieren. Das machen wir. Und das machen wir sogar gerne. Wir haben ihn ja schon mal gesehen.
Etwas muskulös, der Typ, aber ich denke, das ist kein Problem für Evie. Ah, hier oben ist noch ein Helixpunkt, den möchte ich auch noch mitnehmen. Gut, kann ich nicht. Dazu brauche ich, denke ich mal, denn wieder. Was wollte ich sagen? Dazu denke ich mal, brauche ich den Greifhaken. Big Ben, da war ich auch schon drauf. Also im Spiel natürlich, nicht in echt. Da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. K-Log lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Was soll das, Greenie? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. Nein, danke, ich bleib bei meinem Gehstock. Nein, ich behalte meinen Gehstock. Oh, den können wir sogar upgraden. Verbessern, das machen wir. Mr. Rexford Kalock akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Ach, das wird nachher unser Hauptquartier. So viel weiß ich schon. Bist du, K-Lock? Vielleicht lockt dich ja das raus. Ivy ist so krass drauf, ne? Es geht gar nicht. Da ist er. Der Greifhaken. Naja, dafür haben wir jetzt aber einen Zug. Das ist doch auch was.
Kaylock ist tot. Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen. Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt. Ich hoffe, man kann die Farbe noch ändern. Die sieht nämlich scheiße aus. Willkommen bei den Rooks. Oh, ihr Bastarde. Ich werfe mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. Kaylock? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive. Zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greenie. So, nach diesem kleinen und feinen Video werde ich den Part beenden. Wir haben ein bisschen was mitbekommen. Wir haben jetzt unseren eigenen Zug. Wir haben unser erstes, wie heißt das? Unser ersten Stadtteil erobert. Gut. Ja, ich denke, so kann man sich verabschieden. Denn bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und bleibt mir treu. Ciao.